Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal mit mir, dem Torben. Wir spielen heute Shopping Chaos. Das ist ein Minecraft-Spielmodus, der auf dem GOM-HD-Server zur Weihnachtszeit released wurde. Und ich wette, ihr kennt den. Ihr kennt doch alle bestimmt... Ne, wir nehmen Team Rot. Ah, okay, ich dachte, das wäre ein bisschen atmosphärischer, so weihnachtlich. Jetzt sind wir Team Blau. Na egal. Ich denke, ihr kennt all diese Handyspiele, wo man so was backen muss oder was kochen muss. Zum Beispiel so einen Kuchen. Und dann kommen halt so Leute und die wollen den Kuchen so und so haben. Und das ist das gleiche ungefähr, nur dass man hier craften muss. Und ja, ihr werdet das Spiel gleich verstehen, falls ihr es jetzt noch nicht verstanden habt. So, das ist unser kleiner Shop hier. Hier haben wir ein paar Sachen. Da wir ein Profispieler sind, können wir schon mal ein bisschen was vorbereiten. So was man immer braucht eigentlich. Und dann kommen halt die Villager zu uns, zum Beispiel er jetzt. Er will bei mir kaufen, das sehe ich schon. Und er will jetzt zum Beispiel eine Steindruckplatte. Denkt man sich dann natürlich, kein Problem. Da müssen wir jetzt aber erstmal Stein braten tatsächlich. Mal gucken, ob wir es schaffen. Bam. Bam. Perfekt. Wunderbar. So, was will denn... Der danach läuft halt auch... Dem läuft die Zeit ab, ne? Und der eine hat schon was fertig. Der hatte was richtig easy peasy. Aber ist gar kein Problem. Warum mache ich drei? Wir brauchen nur zwei. Danke. So, dann packst du die hier schnell zusammen. Hast du eine Druckplatte. Haust dem die hier rein. Und er wollte eine Weighted Pressure Plate. Nice. Ja, wo soll ich das denn wissen? Wow. Komm, geh da rein. Alter. Sowas bringt mich jetzt zum Eskalieren. Das sieht doch genau gleich aus. So, er will schnell einen Eisenhelm haben. Selbstverständlich. Kein Problem. Also ich denke, ihr habt das Spielprinzip verstanden. Er will gebratenes Schweinefleisch. Das ist auch gar kein Problem. Packen wir schnell hier rein. Und wenn man dann 10 Smaragde hat, kann man sich hier noch eine Schlange aufmachen. Und für nochmal 10 Smaragde kann man sich hier noch eine Schlange drauf aufmachen. Und ja, wer dann am Ende die meisten Kunden bedient hat, also die meisten Smaragde gesammelt hat, der hat das Spiel gewonnen. So, jetzt kommen wir zur ersten tricky Sache. Wie geht eine goldene Melone? Ich glaube, sie ging so, oder? Moment. Nein, dann ging sie mit Nuggets. Alles klar. 9 Nuggets und die Karotte in die Mitte der Ische. Bam. Und rein da. So, das habe ich jetzt einfach mal so als kleines Special gemacht, weil ja jetzt die Weihnachtszeit ist. Vielleicht kommt sowas öfter mal in nächster Zeit. Wir craften hier erstmal ganz entspannt einen Braustand, will er. Dazu brauchen wir eine Lohnroute. Oh nein, was ist denn jetzt los? Leute, mein Spiel bleibt stehen gerade. Das ist mir aber auch schon in letzter Zeit öfter aufgefallen, dass der GOM-Server irgendwie erhebliche Probleme hat. Okay, wir sind wieder... Oh Gott, das hat mich so viel Zeit gekostet und jetzt kann ich mich noch nicht mehr bewegen hier. Was soll das denn? So, er will noch. Jetzt könnte man natürlich hier noch ein bisschen Stein gebrauchen. Lass mal einfach mal durchbraten. Das schaffen wir nicht mehr. Achso, und was ich vergessen habe zu erklären. Hier kann man sich auch die ganzen Rezepte anzeigen zu lassen. Zum Beispiel, wenn man dann so einen Braustein nachgucken muss. Ach, der braucht Kobbel. Oh fuck, vielleicht schaffe ich das noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 5 Sekunden noch. Habe ich noch geschafft. Gott sei Dank habe ich das nachgeguckt. Eine Trapdoor, die weiß ich natürlich. Zack, da ist sie. So ein paar Rezepte kann man ja auswendig, wenn man schon länger Minecraft spielt. Aber eben auch nicht alles. Und Gott sei Dank habe ich gerade den Braustand nochmal nachgeguckt. Wir sind noch in Führung, Leute. Das kann sich jederzeit ändern, so wolle. Weiß ich natürlich auch schon, dass man da hier 8 von den Strings benutzen muss. 8 oder nur 4? Oh Gott, nur 4. Ich wusste es. Fuck. Weiter geht's. Brot. Gar kein Problem. Packen wir uns mal hier rein. Zack. Bam. Wird dem verkauft. Die haben halt immer noch so witzige Namen drüber. Der ungeduldige Udo möchte zum Beispiel ein Papier haben. Selbstverständlich, ungeduldiger Udo. Ich habe mich sogar extra für dich beeilt. Zack. Und so, Leute. Jetzt können wir uns hier nämlich schon die zweite Schlange kaufen. Er möchte Book and Quill. Ich schätze einfach ein Buch und dann eine Feder daneben, oder? Also würde jetzt für mich logisch erscheinen. Das heißt, wir machen hier ganz schnell nochmal Papier, packen daraus ein Buch, das Buch hier und eine Feder daneben.
Alles klar, das hat ja gut funktioniert. Book and Quill, Book and Quill. Ah nein, da war's. Ah, man braucht noch einen Ink-Sack. Hätte ich mir vielleicht denken können, aber das kriege ich auch noch so hin, hoffe ich. Buchfeder. Na, mach. 9 Sekunden hat er noch. Der fixe Flo. Die will ein Boot, das schaffe ich nicht mehr, aber die will hier so einen Strohballen. Was natürlich kein Problem ist. Haben wir der gegeben. Stark. Ich weiß, dass es jetzt vielleicht nicht so spannend ist, aber Leute, es ist mal was anderes. Morgen kommt dann wieder ganz normal Bad Wars. Das werde ich jetzt noch hier hinten dranhängen. Sie will ganz schnell eine Holzdruckplatte auf die Schnelle. Zack. So. Dann gib doch mal her. Du willst eine Leder-Chestplate. Ist natürlich gar kein Ding. Zack, zack, zack. Ups. Bam. Ich versuche gerade ein bisschen die Redstone-Lampe zu umgehen, obwohl ich, glaube ich, eigentlich weiß, wie die geht. Brauche ich noch Glowstone. Ich meine, sie war ein Gloss in der Mitte und Redstone außen rum, oder? Ja, korrekt. Das heißt, wir müssen uns hier erst einen Glowstone machen. Und dann 1, 2, 3, 4 Redstone außen rum. Oh, 5 Sekunden. Aber wir haben es noch geschafft. Sie will Eisengitterstäbe. Die weiß ich. Jetzt brauche ich aber ein bisschen Eisenmäuel dazu. Bam, gar kein Problem. Da sind die Eisengitterstäbe. Die gemütliche Gertrud also. So. Du möchtest auch so eine Heavy Pressure Plate. Schade. Ich dachte, man könnte da mal direkt die Stein Pressure Plate benutzen. Leuchtfeuer, ja. Wo soll ich das denn wissen? Er möchte wieder so ein Book and Quill. Das ist natürlich kein Problem. Bam. 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 Dann brauche ich... Oh nein, es laggt wieder, Leute. Es laggt. Ich verstehe den Gummi-Server nicht. Was ist denn los in letzter Zeit mit dem? Das macht mich manchmal echt fertig. Weil es ist so ein toller Server. Aber dann laggt er so. Gib mir die Ink-Sacks. Fuck, ich hab... Ah doch, ich kann es auch noch schaffen. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh nein, das schaffe ich nicht mehr. Egal. Dann machen wir eine Diamant-Feldaxt. Zack, bam. Oh nein, der eine holt auf. Wenn wir das jetzt noch am Schluss verkacken, wird mich das minimal aufregen. Wegen der Lexe. So, der nebenan wollte wieder einen Strohballen. Ist natürlich im Winter wichtig, um alle möglichen Sachen zu verkaufen. Können wir die hier mal auch aufmachen. Der möchte ein Bett. Ist kein Problem. Wir sollten... Nein, wir haben nicht mehr genug von den Strings. 1, 2, 3. Zack. 3, 3. Ja, ihr seht, ich hab's schon mal gespielt. Deswegen kann ich schon ein bisschen... Habe ich das jetzt nicht mehr bekommen? Oder wie sieht's aus? Was wollte er noch mal eine Eisenspitzhacke? Alles klar. Ist gar kein Problem, mein Lieber. Das kann ich dir geben. Was möchte er denn? Es ist ein Steinblock. Ich glaube, es ist ein Steinblock. Damit kann ich dienen. Nicht der meckernde Moritz, sondern er hier. So, ja, keine Ahnung, wie ein Jukebox sieht. Dann brauche ich 2 Bücherregale. Das ist doch chillig, wenn man 2-mal das gleiche hat, hier zu craften. Dann machen wir erstmal ein bisschen Stuff. Bam. Bam. 6 Bücher, das passt. 1 hatten wir sogar noch. Zack. Zack, zack. Jetzt ist er die ganze Zeit so ein Wartekreis. Danke. Hat mich nämlich schon ein bisschen aufgeregt. Wow. Heiße Ware. Hä? I don't get it. Hilfe. Was passiert hier? So, okay. Lederhelm. Kein Problem. Wir verkaufen gerade ganz schön, Leute. So, er will ein Ding. Den Amboss mache ich nicht, der dauert mir zu lange. Er will so ein Ding. Ein Kessel nämlich. Kein Problem. Und der daneben will Eisengitter. Was natürlich auch gar kein Problem ist. Eisengitter. Er will ein Buch und der andere will eine Cobblestone Wall. Dann können wir schon mal die Cobblestone Wall hier ganz schnell machen. Zack. So, wir führen schon mit 11 Punkten. Ach, ein Buch habe ich auch direkt noch im Inventar. Das ist doch prima.
Er will eine Glasflasche, er will Trapdoors. Dann mache ich doch erstmal die Trapdoors. Habe ich sogar noch einen im Inventar, tatsächlich. Er will Diamantschuhe. Selbstverständlich. Upsala. Komm her, Diamantschuhe. Sehr gut. Verkauft. Er will einen gebratenen Fisch, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich mache jetzt die Glasflasche. Es sei denn, ich muss dazu Glas braten. Ach, man muss Glas braten, habe ich keinen Bock drauf. Da mache ich so ein... Oh, ich wusste mal, wie das ging. Momentchen. So irgendwie, oder? Ach komm, irgendwie so. Wir gehen so ein Lasso. Zack. Ach so, okay. Stimmt. Jetzt, wo es mir gesagt wird. Da sind sie. Die Lassos. Kommt mal her. Zack. So, dann eine Tür. Das ist auch noch eine leichte Aufgabe, die ich natürlich in meinem Kopf habe. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig, Leute. Aber wie gesagt, es ist einfach mal zur Abwechslung. Mal gucken, wie es ankommt. Mal ein bisschen was Chilligeres. Neben dem ganzen PvP. Also es ist ja auch quasi PvP. Aber nicht so ein standardmäßiges PvP, sondern mal so ein bisschen entspannter hier. Zack, er will wieder so. Nein, er wollte diesmal einen Stein, oder? Er will ein Brut. Zack. Komm her. Er will Paper. Habe ich noch dabei. Er will einen Bogen. Und er will Goldschuhe. Das lässt sich alles zusammen ganz schnell fix machen. Bam. Bam. So. Hier kriegst du deinen Bogen. Du kriegst deine Goldschuhe. Du kriegst deinen Wollblock. Jeden Moment. Momentchen. So, da hast du. Also, ihr seht schon unten, die Shops schließen in 60 Minuten. Das heißt, die Runde ist dann bald auch zu Ende. Jetzt sind 50 schon. Er will ein Schild. Ist auch kein Ding. Mal gucken, ob wir noch über 50 Punkte kriegen. Wir sind jetzt bei 43. Das wird ganz schön knapp, würde ich mal behaupten. So, er will TNT. Dauert mir aber gerade zu lange. Mache ich lieber so ein Bücherregal. Da brauche ich noch Papier. Ach komm, YOLO. So, na komm. 1, 2, 3. Na, das schaffen wir nicht mehr, Leute. Schade. Wäre witzig gewesen, über 50 Punkte. Na, so witzig wäre es auch nicht, aber es wäre cool gewesen. Ganz cool. So, so ein Rahmen. Da habe ich natürlich jetzt zu wenig Sachen. Ich denke, wir können ganz entspannt hier mit 45 Punkten die Runde beenden. So, chillig. Torben hat das Spiel gewonnen mit 45 Punkten. Das war doch nice. GG, lassen wir mal da. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt einfach nur mal so ein kleines Experiment für zwischendurch, sage ich mal. Ja, ging ja dann auch ganz gut aus. Unser Shop hat hier das meiste verkauft. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Würde mich echt freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, zum Beispiel die Bad Wars-Folge morgen, könnt ihr uns natürlich auch gerne abonnieren. Das ist kostenlos. Und ihr bekommt immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ich habe mir noch viel für den Dezember ausgedacht, liebe Leute. Da wird noch einiges kommen. Abonniert uns einfach und verpasst nichts mehr. Wir freuen uns drüber. Haut rein und ciao.